Hallo YouTube-Gemeinschaft, ich möchte euch heute Abend Gehoma vorstellen. Gehoma ist eine Wi-Fi-Steckdose mit integrierter Zeitschaltung, wie auch mit Stromverbrauchsmessung in verschiedenen Modellen. Es gibt es in drei verschiedenen Modellen. Es gibt die für den Outdoor-Bereich, die sind spritzwassergeschützt. Dann gibt es die für den Indoor-Bereich, einfach nur mit Zeitschaltung. Und dann gibt es sie auch noch für den Indoor-Bereich mit integrierter Energieverbrauchsmessung. Und ich habe eigentlich schon mehrere von diesen Geräten hier im Haus. Bin auch ziemlich zufrieden mit. Es gibt ein paar Punkte, wo ich sage, da muss noch dran gearbeitet werden. Aber es kommen auch immer wieder neue Aktualisierungen von Gehoma selbst, was ich eigentlich gar nicht schlecht finde. Auf jeden Fall möchte ich es jetzt hier mal demonstrieren. Ich habe jetzt hier mal ein Tablet und eine Gehoma-Steckdose gerade nebenzu. Und eben, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, ich kann hier übers Internet die Steckdose einschalten und habe daneben dran einen Heizlüfter stehen. Was man normalerweise nicht macht, ich mache das jetzt nur mal zur Anschauung, Demozwecke, einfach nur, damit er mal sieht, darüber läuft was. Ne? Jetzt zeige ich euch das mal Schritt für Schritt. Also hier habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit, manuell ein- oder auszuschalten. Also, man merkt, der Schalter ist auf grün, das blaue Lichtchen brennt und den Heizlüfter, ja, den hört er ja im Hintergrund, ne? Also, das System scheint gut zu funktionieren. Ja, was hat man jetzt noch für Möglichkeiten, außer einfach nur einen auszuschalten? Wir hätten jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit hier, eine Zeitschaltung hinzuzufügen. Und auf jeden Fall für jeden Tag in der Woche oder verschiedene Tage, wo man halt will. Wenn man jetzt sagt, man will eben von Montag bis Sonntag, das wäre dann die ganze Woche. Und dann kann man sich hier eben die Zeit aussuchen. Je nachdem, wie man es gern will. Von 18:40 Uhr zum Beispiel bis 19 Uhr. Bis 19:45 Uhr oder wie man es gerne wollt. Und schon hat man die Zeitschaltung aktualisiert. Kann man aber natürlich auch ausschalten. Jederzeit und das wieder ausschalten. Eigentlich relativ einfach und simpel gebaut. Was ich ganz, ganz toll finde an der ganzen Materie, ist halt einfach mit den neuen Modellen. Die Energieverbrauchsmessung. Wenn man jetzt mal hier hinguckt, unser Heizlüfter, was der da an Strom verbraucht. Sieht man das jetzt hier? Also das sind schon enorm. Das ist enorm, was der momentan da durchzieht. Also man sieht es jetzt hier nur am Balken, kann es noch nicht genau ablesen. Weil er so schnell noch gar nicht umrechnen kann. Aber das kommt früher oder später. Jetzt haben wir mittlerweile in der kurzen Zeit schon 0,02 Kilowatt Strom quasi verschwendet. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch hingehen und könnte auch den Kilowattpreis eingeben und das Gerät rechnet mir das gleich um. Auf Cent und Euro, was ich damit an Geld verschwende, mit so einem Heizlüfter zum Beispiel. Ist auch zu empfehlen, jetzt zum Beispiel für Beleuchtungen finde ich das fast besser als für solche Heizlüfter, weil eben man sieht dann oftmals, wo es eben notwendig ist, schwächere Birnen reinzutun oder gar auf LED umzusteigen.
Das ist eben so ein wirklich ein toller Bonuspunkt, wo es GeHoMa von mir jetzt in letzter Zeit bekommen hat durch die Verbrauchsmessung. So, ich schalte jetzt lieber mal den Heizlüfter wieder aus. Ja, zur nahen Betrachtung von so einer Steckdose bringe ich sie mal so ins Bild hier. Sieht eigentlich gar nicht weltbewegend aus. Ist eigentlich nur so ein, ja, man kann sagen, so ein Zwischenstecker. Aber auch sehr hochwertig gebaut aus wirklich dicken Kunststoff. ABS, so wie es mir vorkommt, ist das auf jeden Fall schon was Hochwertigeres. Ja, wollte es nur mal hier vorführen. Und wie man so ein Gerät ins Netz integriert, das kann ich euch bei Gelegenheit auch noch erklären. Ich habe halt jetzt hier auf meinem Account, habe ich ja schon sehr, sehr viele, auf meinem GeHoMa Account habe ich schon sehr, sehr viele Geräte drin, die ich oftmals auch alle brauche. Im Sommer laufen die Gartenteichpumpen, die Umwälzpumpen von den Gartenteichen darüber. Und im Winter oftmals, ja, dann die Weihnachtsbeleuchtung. Ja, auch das ist möglich. Ich stelle mir teilweise sogar einen Wecker über GeHoMa. Selbst das funktioniert. Wenn ich morgens früh aufstehe, sofort ist hell, ne, im Zimmer. Auf die Minute funktioniert es übrigens, der Timer, wo da drin ist, also die Uhr, funktioniert das wirklich auf die Minute. Ich nehme an, die schalten das übers Internet, so genau kann es ja fast nicht sein. Ne? Einen großen Minuspunkt hat es jetzt, was ich eben leider, leider traurig finde. Es gibt dafür ein Skill, dass man es eben verknüpfen kann mit Echo, Amazon Echo, worüber ich ja auch schon Videos gedreht habe. Und dieser Skill, der läuft jetzt schon seit 4 Wochen immer noch nicht. Denn eben dieser Skill ist ziemlich neu und der wurde bis jetzt immer noch nicht zum Laufen gebracht. Also da muss ich noch ein bisschen Geduld haben. Vielleicht wird es auch irgendwann, dass ich das dann über Sprachbefehl, über die Echo eben steuern kann. Aber kommt Zeit, kommt Rat. So, beende ich das Video hier mal wieder und sag damit bis dann einmal, bye bye. Und ja, eben auf einen Kommentar, einen Daumen nach oben, würde ich mich freuen. Und lasst ein Abo da. Bis dann immer wieder. Bis die Tage. Schönen Abend. Tschüss miteinander.